Dominion genießt ihr Sicherheit. Gemeinsam werden wir Einigkeit erreichen. Ich brauche eigentlich keine neue Rüstung. Ich komme nur gerne her, um mich aufzuwärmen. Es wird Zeit, dass ihr geht. Ich... Nein! Nein! Zweck! Wir haben sie bezahlt, nicht wahr? Wer weiß, vielleicht wurden sie gefangen genommen. Es wäre nicht das erste Mal. Aber vielleicht habt ihr recht. Trotzdem haltet ihr... Ihr habt ihn so gefunden? Was habt ihr gesehen? Antwortet mir! Dann wisst ihr nichts. Diese elende Insel soll tausendmal verflucht sein. Sie haben meinen Geliebten geholt! Niemand, der den Morgen noch erleben wird. Ich bin der Bolzen, der nie sein Ziel verfehlt. Wenn ich losschnelle, hält mich nichts auf, bis ich das Auge meiner Beute durchbohrt habe. Harani kennt ihre eigene Stadt. Wenn sie euch nicht sagen will, wer das getan hat, werde ich ihr den Schwanz kürzen, bis sie es tut. Nun geht! Geht! Und seht einen echten lebenden Hund von den fernen Stränden hier umbrach. Nicht schon wieder. Bitte, dieser versteht, was der Silvenar möchte. Aber dieser hat es euch schon gesagt. Wir können ihm nicht unser Exemplar des Abkommens geben. Tot? Aber er war doch gerade erst hier. Was ist geschehen? Wie schrecklich. Wer würde so einer friedlichen Kreatur etwas antun? Meine Wachen haben nichts gesehen. Wir haben die Wachen zur Sicherheit verdoppelt. Ich kann es nicht dulden, dass der Silvenar in meiner Stadt ermordet wurde. Ich werde den Hafen schließen, wenn es sein muss. Niemand setzt Segel, bis der Mörder zur Rechenschaft gezogen wurde. Natürlich. Ich erkläre euch hiermit zum Vertreter der Wache von Mistral. Keine Tür soll euch verriegelt bleiben. Auf meinem Schreibtisch werdet ihr die neuesten Berichte der Wache von Mistral finden.
Ihr dürft sie gerne auf Widersprüche durchsuchen, die zur Verhaftung des Mörders führen könnten. Der Silvenar ermordet? Diese verräterischen Khajiit haben sich mit den Maorma verbündet, um unseren edlen Gesandten zu töten. Wie könnt ihr es wagen? Atte wird mich nicht bloßstellen. Ich werde der Sache selbst auf den Grund gehen. Keiner hier. Perfekt. Ein Ort so gut wie jeder andere. Wenn der Buchhalter nicht dumm ist, findet er ihn. Euer Verbrechen wurde gemeldet. Ich scheine nicht sehr gut voranzukommen. Dies dauert länger, als ich angenommen hatte. Verschwindet von meinem Schiff, bevor ich euch hinunterwerfe! Und ich brauche neues Tauwerk und eine Dienstmagd. Zu schade für uns beide. Und jetzt verschwindet von meinem Deck, bevor ich euch herunterbefördern muss! Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ihr seid ein Vertreter der Wache? Dieselbe Wache, deren Autorität endet, wo mein Schiff anfängt? Aufs Dock oder ins Wasser? Eure Entscheidung. Nun, da lässt sich aber jemand herumscheuchen. 3 Minuten. Wenn meine Seeleute sehen, dass ihr eure Finger nicht bei euch behalten könnt, lasse ich euch Kiel holen. Passt auf, wohin ihr tretet, Landbewohner. Noch einer? Macht keine Schwierigkeiten. Mal einen Tag hier, als der Orkan zugeschlagen hat.
Flotte des Dominions an den Strand gespült. Also kein Landurlaub. Den Silvenar zu töten war närrisch. Die Leben der grünen Dame und des Silvenars waren verbunden. Sie hat nur wenig Zeit, ihn zu rächen, bevor sie ebenfalls sterben wird. Noch dazu ist die grüne Dame eine überaus gefährliche Kreatur. Aber da habt ihr auch wieder dieses Federn in eurem Gang. Was habt ihr erfahren? Die Maorma planen etwas, aber was? Einen Augenblick. Der Apotheker hat Dedra-Blut in genau diesen Mengen verkauft. Das würde die seltsame Flüssigkeit erklären, die auf dem... Oh nein. Helle Monde, nein! Dies ist eine Probe der üblen Wolke, die den Leichnam des Silvenas umgab. Bringt sie zur grünen Dame. Sagt ihr, dass es ihren Geliebten getötet hat. Und was den Rest angeht, wird Harani sich anschauen, was ihr da gefunden habt. Wir müssen uns sputen, als wäre uns Kenati selbst auf den Fersen. Der Mörder wird den Schmerz teilen, den der Tod meines Geliebten hervorgebracht hat. Hand an der Kehle. Ein Kuss für mein Handgelenk. Hand an der Lunge. Ein Kuss für meinen Arm. Greifen, zerren, reißen. Und ein letzter Kuss für das Herz des Mörders. Nun, was habt ihr herausgefunden? Kein Gift in ganz Tamriel konnte meinen Geliebten schaden. Aber dieser Geruch lag über seiner Leiche. Warum ist er auch hier draußen? Ich kann ihn sehen, wie er mitten ins Herz dieser verfluchten Stadt führt. Ihr seid ihm gegenüber blind. Da kann leicht Abhilfe geschaffen werden. Folgt mir, wenn ihr könnt. Meine Spuren verwischt. Könnt mich nicht gefunden haben. Ich befolgte seine Befehle. Dädrisches Gift für den Waldelf und seine Gefährtin. Ich befolgte seine Befehle. Ulondil. Er sagte, sie könnten versuchen, den Orkan aufzuhalten. Dass sie beseitigt werden müssten. Ich habe genug gehört. Seine Befehle. Musste seinen Befehlen folgen. Schon gut. Ihr habt getan, was ihr tun musstet. Der umherziehende Gehilfe. Ich habe gerade Oberhaupt Harani von den Verbindungen ihres Kräuterkundigen mit den Hochelfen von Sommersend informiert. Sobald die Folter beginnt, werden wir herausfinden, warum das Dominion seinen eigenen Diplomaten umgebracht hat. Mein was? Meint ihr vielleicht den Apotheker? Ich versichere euch, dass er zu keiner Zeit in meiner Anstellung stand. Oh, gut gemacht. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die grüne Dämlichkeit und ihr trotteliger Gatte sind tot. Nun kann uns nichts mehr aufhalten. Ihr lügt. Sie muss tot sein. Sonst wäre sie gekommen, um mich zu holen. Sie kommt, um mich zu holen, oder?
Ich bin ein rechtmäßig eingesetzter Botschafter des Volkes der Maomer. Diese Botschaft ist laut unserem Abkommen unantastbarer Boden. Der Orkan kommt. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Feige Meeresratte, dafür werde ich euch den Kopf abschlagen. Das ist Wahnsinn. In dieser Stadt gab es schon genug Tod. Das rechtfertigt noch lange kein blindwütiges Gemetzel. Wir sind besser als unsere Feinde. Ihr müsst ihn festnehmen. Lasst nicht zu, dass die grüne Dame ihn erschlägt wie einen Hund. Wir müssen herausfinden, was die Maorme mit Kenatis Rast vorhaben. Ich vertraue darauf, dass ihr tun werdet, was das Beste für mein Volk ist. Nun muss ich los und mich bei Vizevogt Peledil entschuldigen. Was immer das Dominion auch brauchen mag, wir werden es bereitstellen. Bewegung! Es sei denn, euch machen die Spritzer nichts aus. Ich werde ihn eine Weile am Leben lassen. Keine Sorge, er wird nicht verhungern. An seinen Gliedern ist genug Fleisch, um ihn lange zu ernähren. Geht und richtet Harani aus, dass der Maorma tot ist. Überlasst mich meine Arbeit. Genau. Und ich habe das Blut, das fällig ist. Was schert euch überhaupt das Leben dieser Kreatur? Ihr wagt es, für meinen Silvenar zu sprechen? Ich ziehe euch die Haut ab und peitsche euch damit zu Tode. Ich werde eure Zähne zu Staub zermalmen und euch damit ersticken, ihr... Oh, ihr habt recht. Verflucht sollen eure Knochen sein, aber ihr habt recht. Schafft ihn fort, ehe ich mich vergesse. Haltet sie von mir fern! Es spielt keine Rolle. Der Orkan kommt. Nichts kann ihn aufhalten.